Hallo und herzlich willkommen zu Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Ich bin Wildchild und ich werde dieses, meiner Meinung nach, sehr, sehr gute Spiel mit euch let's playen. Warum gerade Anno 1602? Von allen Anno-Teilen finde ich das irgendwie das Beste. Ich finde die nachfolgenden Teile irgendwie alle viel zu überladen. Habe ich mal angespielt, haben mir aber nicht wirklich Spaß gemacht. Und ja, Anno ist auch ein, also Anno 1602 spiele ich auch immer gern mal, wenn ich einfach keine Lust mehr auf irgendwas anderes habe, dann schnappe ich mir das Spiel, installiere es und spiele das. Gleich mal vorneweg, ich habe meinen Windows 7 Rechner, für alle Leute, die das wissen wollen. Wie ich Anno auf Windows 7 zum Laufen bringe. Es geht gar nicht. Also meiner Meinung nach geht's gar nicht. Ich habe mir eine virtuelle Maschine gebastelt. Mit Windows 98. Voll episch. Und ja, da läuft es wunderbar drauf. Ich nehme dann mit Camtasia auf. Und deswegen. Ja, also es ist. Ihr seht links und rechts die schwarzen Balken. Ich sehe sogar noch weniger vom Bild. Aber das tut's schon. Und dem Spielspaß tut sicher kein Abbruch. Wir schauen uns jetzt zusammen das Intro an. Und dann tauchen wir ein in die Welt von Anno. Und los. Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen. Wohlwissend um das schier unberechenbare Risiko, welches solch gewagter Aufbruch in sich barg. Sämtlichen unserer Befürchtungen zum Trotz entlohnte uns das Schicksal nach langer und beschwerlicher Reise mit einem hübschen Flecken Erde, für den wir alsbald Besitz beanspruchten. Harter und unerbittlicher Einsatz unter Aufwand sämtlicher Kräfte versetzten uns indes in die glückliche Lage, innerhalb kürzester Zeit eine wohl florierende Wirtschaft und ein beschauliches und lebhaftes Städtchen unser eigen nennen zu dürfen. Frieden und Harmonie zierten unsere stattliche Heimat und bildeten eine Oase gnädiger Ruhe und einträchtigen Zusammenlebens. Bis zu dem Tage, an dem machthungrige Neider auf unser Glück und unseren Wohlstand aufmerksam wurden. Unerbittliche Schlachten brannten die gar schreckliche Fratze des Todes unauslöschlich in das Antlitz unseres Städtchens ein. Schlussendlich nichts mehr wert war, noch darum zu kämpfen, schlossen wir neue Bündnisse und Handelsabkommen, die unseren Träumen und Hoffnungen zu neuen Höhen verhalfen. Frieden und Wohlstand hielten alsbald wieder Einzug. Nun, da ich alt geworden, überreiche ich euch, mein junger Freund, den Kelch der Redlichkeit. Möget ihr es mir gleich tun, neue Länder zu entdecken und zu besiedeln, wie ich einst Anno 1602. So, eine wahnsinns epische Einführung bringt die Atmosphäre von Anno 1602 super rüber. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt dann gleich an. Wir sind der junge Freund, der jetzt den Kelch der Redlichkeit sich verdient hat. Und wir werden jetzt in die Welt von Anno reintauchen, indem wir die erste Mission spielen. Und zwar, es sind jetzt schon zwei Missionen mehr freigeschalten. Das kommt daher, weil ich das Spiel kurz nochmal angespielt habe, ob das alles so läuft auf Windows 98. Und ich muss sagen, es läuft verdammt super. Und ich habe sogar schon mal eine Aufnahme gestartet, aber die war irgendwas mit den Einstellungen von Camtasia nicht in Ordnung. Und deswegen fangen wir einfach jetzt nochmal an. Ja, gut. Das Einführungsspiel, das können wir uns gleich mal schenken, weil das, denke ich mal, ist jetzt kein Mehrwert für das Spiel. Ich bin jetzt nicht der Pro-Anno-Gamer, aber ich denke, ich kriege das alles ganz gut hin. Ich muss auch gestehen, ich habe Anno noch nie fertig durchgespielt. Und deswegen kann es auch sein, dass wir in den späteren Missionen vielleicht mal die ein oder anderen Probleme kriegen können, aber das kriegen wir sicher alles hin. Und wir fangen jetzt dann einfach mal an mit der ersten Mission nach langer Reise. Ich werde euch einfach dann ein bisschen dazu erklären, was man machen muss und was ich vor allem mache. Und dann werden wir das
Dann wird es sicher genauso, wie ihr euch das vorstellt. Jetzt genug gelabert. Es geht los mit dem ersten Auftrag. Aus der alten Heimat kommend, meldet euer Maat nach langer Fahrt das ersehnte Land in Sicht. Sucht euch eine schöne Insel und gründet eine Siedlung mit 60 Einwohnern. Wenn 40 von ihnen den Status Siedler erreicht haben und eure Bilanz positiv ist, dann werdet ihr weitere Abenteuer in der neuen Welt bestehen. Gut, dann fangen wir mal an mit Abenteuer 1. Wir heißen natürlich Wildchild. Alles klar, welche Flagge wählen wir? Ich bin dafür, dass wir die gelbe nehmen, weil ich finde, die sieht einfach am besten aus. Und ja, die habe ich auch bisher immer genommen. Deswegen bleiben wir bei Gelb und fangen dann einfach mal an. So, wir sehen unsere Konkurrenten und uns und werden uns jetzt einfach mal in diese Inselwelt hier stürzen mit unserem Schiff. Und einfach einmal eine Insel besiedeln. Die wir nehmen am besten. Naja, die sieht doch schon mal ganz gut aus. Da fahren wir jetzt gleich mal hin. Und hoffen mal, dass von den anderen keiner uns die Insel vorne wegschnappt. Wir sehen, blau und weiß haben die fetten Schiffe. Ja, ich habe leider nie ein fettes Schiff. Das ist echt ein bisschen schade. Aber das macht ja nichts, weil wir sind ja nicht auf Krieg aus oder sonst was. Wir wollen ja einfach erstmal den ersten Auftrag schaffen. So. Schauen wir uns mal an, was die Insel so zu bieten hat. Eine Wir neue erforschen Siedlung wurde die. gegründet. Die Ressourcen dieser Insel sind Tabakwein, entkoppelt. ja gut, das ist echt wurscht, weil wir brauchen das noch nicht. Das brauchen wir erst Ein später. Erzvorkommen wurde entdeckt. Und auch dieses Erzvorkommen brauchen wir nicht, obwohl es einfach geil ist, eins zu haben. Aber das ist jetzt alles noch nicht von Belang in der ersten Mission. Das heißt, wir stellen einfach mal ein Konto auf und laden da mal die ersten Rohstoffe in das Konto rein. Moment, das geht über das Schiff. Alles klar, wir starten nochmal mit ein bisschen Rohstoffen, um unser Grundgerüst für eine neue Stadt zu bauen. Ich erweitere gleich mal hier mit einem Marktplatz unsere erforschte Insel. Alles, was hier aber jetzt so hell leuchtet, kann man bebauen. Und dann fangen wir gleich mal an. Wir brauchen dringend Holz, damit wir Häuser bauen können. Und zwar stellen wir die Holzfarm mal hierher, wo schön viel Wald ist. Und verbinden die dann mit den Kontoren und Marktplatz, damit auch das Holz abgeholt werden kann. Wir Ein können jetzt Konkurrent auch hat eine neue sogar. Siedlung gegründet. Dankeschön. Wir können sogar auch noch ein bisschen Wald dazu forsten. So, der wächst jetzt dann nach und nach nach. Und dann ist sichergestellt, dass wir auch genug Holz kriegen. Dann können wir eigentlich gleich schon mal damit anfangen. Ja, das ist wurscht. Es ist ja nur die erste Mission, da müssen wir noch nicht drauf aufpassen, dass wir schön bauen, sondern einfach nur. Neues Land wurde erschlossen. Wir brauchen einfach nur die Vor wir müssen einfach nur die Vorgabe erfüllen. Und das kriegen wir gut hin mit dieser Insel. Wir haben jetzt die ersten Häuser gebaut. Das heißt, es gibt auch die ersten Steuereinnahmen schon. Die sind zwar nicht sehr hoch, 6 Stück nur. Aber ja. Wir haben auch erst 5 Pioniere. In jedem Haus lebt nur ein Pionier. Aber wir können die Steuern hochsetzen. Weil die Pioniere haben noch keinen Anspruch. Sie sind unsere Sklaven. Nein, aber die haben noch keine Ansprüche. Das heißt, man kann ihnen den Höchststeuersatz aufbrummen. Sie wollen nur, um Siedler zu werden, wollen sie eine Kapelle haben. Einen Marktplatz, den haben wir ja schon gebaut. Das steht uns hier mit so einem Apfelsymbol. Und sie verlangen nach Stoffen. Das heißt, wir werden jetzt als allererstes mal. Hoppala, habe ich den Weg gar nicht genau hingebaut zum Forsthaus? Hoppala, dann ist klar, dass hier nichts geht. So, wir verschnellern jetzt erstmal das Tempo, damit ich hier ein bisschen Holz zusammenkriege, um weitere Häuser bauen zu können. Ja, so läuft es gut. So.
brauchen wir wahrscheinlich noch. Ja. Jetzt kümmern wir uns mal darum, dass die Pioniere auch kriegen, was sie wollen. Wir fangen immer zuerst mit der Rohstoffproduktion an, weil die Gebäude, zum Beispiel die Kirche, braucht immer, hat Betriebskosten. Und da diese ja nur einfach da sein müssen für den Aufstieg, können wir da ganz als letztes hinbauen, wenn wir schon die Rohstoffe, die Pioniere oder auch dann später andere Bevölkerungsgruppen wünschen, wenn wir die ihnen schon gegeben haben, dann brauchen sie nur noch die Kapelle oder halt dann das entsprechende Gebäude dazu und können dann direkt aufsteigen. So, genau, was wollte ich machen? Ich wollte eine Schaffarm bauen. Ich baue gleich mal hier zwei her. Mach erstmal die ganzen Bäume hier weg, weil die Schafe wollen ja hier Weidefläche haben. Und dann stelle ich eine Webstube hin, die kümmert sich Eure darum, dass Nahrungsvorräte die gehen zurück. Wolle, hoppala, zu Stoffen Euer wird. Volk hungert. Und Euer Volk hungert. Moment, wir haben etwas ganz Essentielles vergessen. Das Euer kommt. Volk Ja, hungert. ist sehr gut. Das kommt von der ganzen Laberei hier. Vergesse ich einfach, ihnen eine Fischehütte hinzustellen, Euer die Volk sich hungert. um Nahrungsmittel kümmert. Und das ist natürlich echt blöd. Aber das können wir jetzt nachholen. Und ja, Euer Volk das hungert. Volk mag mich jetzt nicht so. Und ich hoffe, dass die hier schnell sich um Nahrungsmittel kümmern, weil mein Volk hungert. Na gut, wir können hier auch noch schnell mal hier so eine Hütte bauen, einen Jägerstand, der dann hier ein bisschen Reh schlachtet. Hat aber irgendwie keine Lust zu schlachten. Gut, wir warten jetzt einfach drauf, dass die Fischerhütten Nahrung produzieren. Und jetzt schauen wir mal, wir haben immer noch keine Nahrung, unser Volk hungert immer noch. Die mögen mich gar Euer nicht. Volk hungert. So. Das war natürlich echt bescheuert, dass ich vergessen habe, am Anfang die Fischerhütten zu bauen. Aber wir sehen, Moment, wenn wir ins Konto schauen und uns die Warenübersicht anschauen, haben wir jetzt wieder 2 Tonnen Nahrung. Das reicht erstmal für die 28 Pioniere, reicht es locker. Die haben genug Nahrung jetzt. So, und dann können wir jetzt auch weiter uns um Häuser kümmern. Und dann zusätzlich, Moment. Genau, die Kapelle. Hier sind immer die Gebäude, die Pioniere oder auch dann spätere Bevölkerungsstufen haben wollen. Und die stellen wir jetzt hier super hin. Und wir sehen, die Kapelle deckt alle Häuser ab. Und dann sehen wir haben das erste Siedlerhaus. Das ist schon mal wunderbar. 52 Einwohner, das heißt 60 Einwohner haben wir schon fast. Jetzt brauchen wir nur noch, davon müssen 40 Siedler sein. 7 Siedler haben wir schon und sie verlangen nach Alkohol. Geben wir ihnen aber nicht. Die sollen nicht so viel trinken. Nein, aber den Alkohol brauchen sie nur, wenn wir sie wie so ein, um Gottes Willen, wenn wir sie noch weiter zu Bürgern entwickeln wollen. Und ja, das wollen wir aber nicht. Wir brauchen nur 40 Siedler und dann ist Euch wird die ein Mission Handelsvertrag geschafft. angeboten. Ja, das passiert immer. Das passiert jetzt noch zweimal in den nächsten 1-2 Minuten. Weil uns wird immer ein Handelsvertrag gleich angeboten von unseren Gegnern bzw. Konkurrenten. Ja, die wollen am Anfang einfach mal handeln. Nehme ich ihnen auch nicht übel. Ja. Aber die Videosequenzen nerven einigermaßen. Euch wird ein So, die nächste und nochmal einer. Und jetzt haben wir alle drei Handelsverträge. Können wir jetzt annehmen, wenn wir wollen. Wir werden zwar nicht mit denen handeln, aber ist immer ganz nett, das anzunehmen. So. Alles klar. 30 Siedler. Oh, wir haben keine Werkzeuge mehr. Das heißt,
Die Siedler können sich nicht weiterentwickeln. Wir brauchen Werkzeug. Also um die, dass sich die Häuser ausbauen können. Wir brauchen 3 Holz, um ein Pioniershaus hinzustellen. Und das, um die auszubauen zu Siedlerhäusern, wird uns immer ein Werkzeug und 3 Holz auch abgezogen. Das wird später immer mehr. Und später wollen sie auch, nehmen sie auch Ziegelsteine dazu zum Haus bauen. Und ja, das kann dann sehr teuer werden. Und wenn man das nicht kontrolliert, dann wird das auch ein bisschen bescheuert, wenn die die ganzen Rohstoffe wegbauen. Deswegen gibt es hier auch so eine tolle Funktion, dass man den Stadtbewohnern kein Baumaterial mehr Ihr habt eure überlassen Aufgaben darf, vortrefflich damit die nicht gemeistert. einfach das Zeug einem wegnehmen. Und wie ihr sicherlich gerade gehört habt, der Auftrag wurde geschafft. Missionsbonus 358, in Summe macht das 716 Punkte. Ja, das ist noch nicht so viel. Aber wir haben den Auftrag geschafft und können uns jetzt gleich mal dem zweiten Auftrag widmen.